Hallo Leute, willkommen wieder zurück zu Trials Rising mit mir, Frosty, Teil 2 und wir machen weiter mit der amerikanischen Anfängerliga. Wir haben ja alles abgeschlossen und wir haben hier noch den Schulhof-Rauferei. Das ist ja dieses kleine Turnier und das werde ich jetzt euch auch erklären oder ist es eigentlich selbst erklären, wenn man es genau nimmt. Und ja, steigen wir gleich rein. Wir sollten den Mantis nehmen. Ich habe mich auch beim letzten Video versprochen. Ich habe Phoenix gesagt. Aber in diesem Spiel ist es der Mantis oder die Mantis. Ja, die. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber in jedem neuen Trials-Teil ändern sie die Namen. Aber es sind eigentlich dieselben Motorräder. Also ja, was soll man dazu sagen? Aber okay, ich hoffe mal, dass in diesem Teil nicht so viele Versprecher reinkommen, weil das war schon ganz gut krass eigentlich. Und ich merke gerade, das Spiel ist auf meinen Kopfhörern einfach viel zu laut. Alter, das ist viel zu arg. Aber okay, bei euch müsste es ja normal sein. Ich habe auch die Musik ausgestellt, weil ich einen Content-ID-Treffer gehabt habe. Und das war ultra lucky hier gerade. Und eineinhalb Sekunden. Ja. Der Sprung zum Schluss hat es mir ein bisschen versaut. Wartet mal kurz. Ich setze hier mal kurz. Ja, die Lautstärke ist ja viel zu laut hier. Gerade wenn die Musik nicht läuft. Und weiter geht's. Ja, Platin fast dran. Also, vielleicht wird das noch. Also, wie ihr gesehen habt, wir fahren am Anfang gegen 8 Fahrer oder 7 weitere Fahrer sind mit uns dabei. Wir müssen mindestens Platz 4 werden und dann kommen wir in die nächste Runde. Und da sind es jetzt nur noch 4 Fahrer und davon wieder die Hälfte. Also 2, also mich und noch einer. Und dann geht's zum großen Finale. Also das Finale, was fürs Erste ist, weil das andere Finale ist praktischweise alle Strecken nochmal dann fahren. Und jedes Mal Erster werden. So, und ja, danach geht's dann weiter nach Europa. Ich denke mal, dass wir das in dieser Folge auch noch durchmachen werden. Diesmal mit dem Turnier in Europa, weil, ja, so ist besser. Ich wollte es diesmal nicht überfordert machen und beziehungsweise hier alles überladen. Deswegen schöne 20 Minuten zum Reinschnuppern und die Zeit ist mal richtig kacke hier. Also das war mal wieder unter aller Sau von mir. Aber bei den Strecken ist es mir völlig egal. Also, völlig egal. Die sind halt praktischweise Multiplayer-Strecken, wie man sie kennt aus den vorigen Teilen. Und, ja, sind jetzt hier nicht so das Kerngame, sage ich mal, was den Trials angeht. Eine Dreingabe einfach, aber, ja, was wir haben, haben wir. Weil der Multiplayer in diesem Teil stark abgebaut hat, finde ich. Also, ich finde den nicht so gut. Deswegen wird es wahrscheinlich auch kein Trials Multiplayer in diesem Let's Play geben, einfach weil ich den einfach nicht so geil finde. Und wir haben wieder eine Sekunde. Ich guck mal, dass ich hier ein bisschen besser fahre und mich ein bisschen Concentration reinhau. Und 2,5. Und die Maschine Frontflips, der war jetzt nicht so optimal, aber wir haben noch mal über 3 Sekunden rausgeholt. Reicht das für Platin? Nein. Ist ja wieder wunderbar. Das kann nicht sein, dass ich kein Platin bekomme. Aber das war es jetzt praktischweise so. Normalerweise wäre es jetzt hier vorbei. Weil das große Finale hier, das schaltet man erst später frei.
Muss gerade überlegen, ist es dann, wenn man genug Medaillen hat oder genug Level? Ich glaube, es ist vom Level abhängig. Wie ihr oben seht, bei meinem Namen, ich bin Level 106. Das allerletzte Turnier schaltet man ab Level 100 frei, natürlich. Man kennt's. Und ich glaube, dass da kommt da irgendwann ab Level 30 oder so. Ich will mich jetzt nicht drauf festsetzen, aber ich glaube, sowas in die Richtung. So, jetzt haben wir die amerikanische Anfängerliga abgeschlossen und wir reisen weiter nach Europa rüber. Und Europa hat, glaube ich, aber nicht in der Liga, gerade mal schauen, doch, The Flying Finn ist, glaube ich, einer der Lieblingsstrecken, was ich so habe in diesem Teil. Gerade, nein, ich sag's jetzt nicht. Ich sag's mir nur so, das ist jetzt nur leicht. Wir kommen später nochmal in Europa zurück, mit dem Schwierigkeitsgrad Mittel, Schwer und so weiter. Also, da könnt ihr euch mal drauf freuen. Und True Scotsman ist auch echt eine gute Strecke, gefällt mir auf jeden Fall. Die macht auf. Ich wollte schon wieder sagen, ich muss mir das abgewöhnen. Die Strecke macht mir auf jeden Fall safe Bock hier. So in die Richtung baue ich nämlich auch Strecken. Das wird nämlich wahrscheinlich auch wiederkommen, falls ich hier mein. Kein Kommentar. Strecken werde ich auch bauen, wenn ich halt mal wieder Motivation dazu kriege, weil ich meistens mehrere Tage dafür brauche. Nicht, weil ich so scheiße bin, glaube ich, darin. Einfach nur, weil ich sehr krass mich da rein verkünstel und versuche, die Strecke möglichst perfekt zu machen, dass sie nicht so 0815 ist, wie, sag mal, 80 bis 90% der anderen Strecken, was man so fährt, weil ich bin ja sehr kritisch und manchmal ein Arschloch, was das angeht. Wenn ich Strecken sehe, wo einfach nur was hingewurschtelt ist, wo ich in 20 Minuten hinhauen würde. Aber genauso gibt es Strecken, die von Leuten kommen, die einfach so viel Inhalt haben, wo ich denke, boy, da würde ich ja ewig brauchen, die zu machen. Also, aber ich glaube, solche Strecken wie diese hier würde ich, glaube ich, auch mit ein bisschen Zeit schaffen. Und die wäre auf jeden Fall ein Kandidat für Platin-Medaillenjagd oder Diamond-Jagd. Aber mal schauen. Wir kommen jetzt bis jetzt eigentlich ganz gut durch. Die Zeiten stimmen soweit auch. Gold ist hier Minimum. Und wir hier gehen mal zum Tilting at the Windmills. Die Strecke ist einer meiner Hassstrecken, kann ich schon mal sagen. Wir überspringen das. Wir nehmen den Rhino. Ich glaube, Rhino war auch empfohlen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Was ist denn jetzt noch so in dem Spiel neu? Abgesehen, also beziehungsweise mit den Aufträgen sind auch richtige Sponsoren dazu gekommen. So wie Rock Tire. Die Marke gibt es in echt. Viele Leute, wo keine Ahnung davon haben. Es ist aber auch zum Beispiel Fox drin. Und ich liebe Fox. Wo ich damals BMX gefahren bin, habe ich sehr viel gehabt von Fox. Handschuhe, Schienbeinschoner, ultra geile Marke. Ich habe nämlich auch, wie man sie vielleicht sieht, wenn man genau hinschaut, die Schuhe vor meinem Männchen sind, oder halt die Boots eher gesagt, sind von Fox. Und ich fälle hier fast richtig rein, Leute. Das ist nicht geil. Die auf Platin zu schaffen, ja, ich glaube, das wird nichts. Weil ich immer noch nicht rausgefunden habe, wie ich die am besten fahre, um die meiste Zeit rauszuholen. So teilweise. Aber es gibt halt zwei unterschiedliche Wege. Einmal können wir sie mit viel Schwung fahren, was aber zu viel Airtime meist ist. Und zu viel Airtime, ja, lässt auch viel Zeit übrig einfach.
Weil meistens, je nachdem halt, wie schnell der Anflug war, hochfliegen ist nie so geil. Am besten eigentlich immer versuchen hier, keine Ahnung, ich glaube zu dem Beispiel kommen wir noch, aber ich sag's jetzt schon mal, wenn ihr auf eine Rampe hochfliegt, wo die Rampe nach oben geht und ihr seht sofort, dass das auf der anderen Seite runter zu, also beziehungsweise der, ich weiß nicht, wie nennt man das eigentlich, die Rampe halt wieder früh anfängt einfach, würde ich sagen, versucht da nicht so hoch zu fliegen. Das kostet alles nur Zeit. Hey Leute, ich habe gerade das Video geschnitten und es gab genau dasselbe Problem wie beim letzten Mal einfach. Das Video hat Frame-Variablen drin und deswegen spult sich das Video dann irgendwann in meinem Schnittprogramm vor und irgendwann kriege ich das einfach nicht mehr gefixt. Öfters sind auch kleine Lücken drin, wo der Ton aussetzt, dass ich das verschieben kann. Das Video zu strecken bringt es dann einfach nicht, also dass die Geschwindigkeit vor zu verlangsamen. Das klappt aber nicht, deswegen ist es jetzt hier zu Ende schon. Es fehlen locker noch 15 Minuten von diesem Video, was ich aufgenommen habe. Ich werde es jetzt nachdrehen auch und schauen, welche Methode ich jetzt noch so finde, um da das allgemein aufzunehmen, beziehungsweise die Probleme einfach nicht mehr entstehen. Kann sein, dass die Qualität dann ein bisschen drunter leidet, aber ich hoffe, man kann sich es dann trotzdem noch anschauen. Und ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann bei Teil 3, geht es dann weiter mit der neuen Technik. Ciao Leute, bis zum nächsten Mal.